Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Neuigkeiten aus Gera für Thüringen. Ich bin Sina Steinbach und das sind unsere Themen. Poetry Slam in der Heinrichsbrücke, Volta auf der Burg Ranis und Eisstockschießen auf der Geraer Eisbahn. Jetzt kurz und kompakt die wichtigsten News für Sie. Das Geburtshaus des Geraer Künstlers Otto Dix erfuhr dieses Jahr einen kräftigen Besucherzuwachs. Über 6.000 Menschen fanden zu dem Museum, was einen Zuwachs von ca. 35% entspricht. Mit der Wiedereröffnung 2016 nach den Sanierungsarbeiten des Hochwassers wurde auch die Dauerausstellung dorthin verlegt. Die Gemälde, die bis dahin im Geraer Stadtmuseum zu sehen waren, können nun an ihren vorgesehenen Platz bestaunt werden. Das Otto-Dix-Haus ist ein Ziel auf der neuen Kultur- und Freizeitroute, die vor 2 Monaten von der Stadt Gera ausgeschildert wurde. Wer über eine Simson-Karte verfügt, enthält sogar vergünstigten Eintritt bei dem Besuch des Otto-Dix-Hauses. Das Winterdorf und die Eisbahn haben schon einige Tage offen. Doch nicht nur Schlittschuhlaufen findet dort statt. Mehr im folgenden Beitrag. Eine echte Eisbahn, 24 Studententeams mit mehr als 100 jungen Menschen waren am Donnerstag im Winterdorf sportlich aktiv. Was war los? Es ging wieder einmal um den Pokal des Studentenfördervereins Gera e.V. Auf 2 Bahnen wurde um den Finaleinzug gekämpft. Von der Dualen Hochschule Gera Eisenach hatten sich 15 Teams angemeldet. Die SRH Hochschule für Gesundheit brachte immerhin 7 Mannschaften an den Start. Ein großer Spaß waren auch diesmal die Namen der Mannschaften. So waren zum Beispiel Namen wie Kreizer Grazien, Einer Weihend oder Ingo ohne Flamingo im Lostopf. Nach der Auslosung ging es los. Die Vorrunden waren hart umkämpft und nicht selten mussten die fleißigen Helfer vom Studentenförderverein nachmessen, um die Punkte vergeben zu können. Am Ende hatte wieder die Duale Hochschule die Nase oder besser den Eisstock vorn. Das Team IM17 setzte sich im Finale gegen die Eisfingers von der SRH-Hochschule durch. Der Ausbau der Wiesestraße verzögert sich. Der Stadtrat hat dieses Thema als Diskussionspunkt abgelehnt, als die Stadtverwaltung eine Dringlichkeitsvorlage dazu einreichte. Es besteht jedoch die Gefahr, dass das Netz der Straßenbahnlinie unterbrochen wird. Geplant war, dass in diesem Monat mit den Vergabeverfahren für den Ausbau begonnen wird. Dazu kam es bisher nicht. Oberbürgermeisterin Dr. Viola Hahn erklärt dazu: Ich bedauere, dass der Tagesordnungspunkt im Stadtrat nicht behandelt wurde. Witzige Sprüche und kurzweilige Unterhaltung gab es beim Poetry Slam. Wenn Sie den verpasst haben, können Sie nun die Highlights des Abends ansehen. Auch dieses Jahr fand wieder der Weihnachts-Poetry Slam statt. Dieses Mal versammelten sich die 8 Slammer in der Heinrichsbrücke und boten den Zuschauern ein reichhaltiges Programm. Luise Frenzel führte durch das Programm. Auf ihren klappernden Absätzen ist viel zu schnell unterwegs, ist nun in der Mitte des Foyers umgeben von lauter anderen Menschen und ich kann sie nicht mehr erreichen. Schicksal, das geht doch nicht! Kannst mir doch nicht in der... Hallo? Kannst mir doch nicht einfach so die Gelegenheit geben und mich in der Ausführung dran behindern? Hallo? Einer ihrer Schuhe bleibt in so kleinen Löchchen hängen. Und sie beginnen zu fallen. 7 Minuten hatten die Poeten Zeit, ihre selbstverfassten Texte vorzutragen und sich, ohne jedwede Requisite, in die Herzen des Publikums und besonders der Publikumsjury zu performen. Dazu wurde eine freiwillige Jury gesucht, die mittels Punktetafeln von 1 bis 10 bewerten durften. Dabei katapultierten sich dieses Mal Martin Geier aus Nürnberg, Franzi Lepsches aus Stuttgart und Annika Blanke aus Oldenburg ins Finale. Nun durfte diese noch einmal ihr Bestes geben, denn jetzt wurde nicht mehr per Punktetafel, sondern mittels Lärmpegel des Publikums der Gewinner bestimmt. Mit dabei waren außerdem Julia Tschimik aus Marburg und Stefanie Harnisch aus Gera. Und aus Jena performten Friedrich Herrmann, Fleming Mitt und Marcel Schneuer. Gewinner des Slams wurde dieses Mal Annika und bekam als Gewinn einen echten Gerschen Stollen. Fließenden Worte heute Abend, weil ich fühlte mich gerade so ein bisschen, als wäre ich Mutter. Mit diesem, und hinter mir wurde ja schon Koks skandiert. Es soll auch nächstes Jahr im Winter wieder einen Poetry Slam Abend geben. Aber auch schon für den Sommer werden sich schon Gedanken gemacht. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Thüringen und der Landesmedienanstalt einen Besuch abgestattet. Wir haben einige Bilder für Sie festgehalten. Im Rahmen seines Antrittsbesuchs in Thüringen besuchte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit seiner Gattin und Ministerpräsident Bodo Ramelow
Am 6. Dezember 2017 die Thüringer Landesmedienanstalt. Im ersten Teil des zweistündigen TLM-Besuchs ging es in einem Gespräch mit dem TLM-Direktor Jochen Fasko, dem Vorsitzenden der TLM-Versammlung, Superintendent Johannes Haag, sowie Vertretern lokaler Medien um Herausforderungen in der modernen Mediendemokratie. Der Bundespräsident machte deutlich, wie er die Entwicklung der neuen Mediengesellschaft einschätzt und betont die Wichtigkeit der Diskussion über die Digitalisierung. Weil ich wirklich glaube, wir führen die Diskussion über die Zukunft der Digitalisierung zu einseitig. Wir diskutieren in der Regel nur darüber, ob wir die Optionen und Potenziale der Digitalisierung wirklich in der Lage sind auszuschöpfen in Deutschland. Wir diskutieren zu wenig darüber, inwieweit, wie verantwortungsvoll Gesellschaft mit den Optionen, die Digitalisierung mit sich bringt, gerade auch im Bereich Information und Kommunikation umgehen kann. Da sehe ich die allergrößte Herausforderung, wie wir Mündigkeit im Schulunterricht, möglichst auch im Elternhause, so unterbringen, dass es tatsächlich so ernst genommen wird, wie Rechnen, Schreiben, Lesen. Im Anschluss an die Gesprächsrunde machten sich Bundespräsident Steinmeier und Ministerpräsident Ramelow im Thüringer Medienbildungszentrum der TLM mit der praktischen Medienprojektarbeit vertraut. Sie erlebten die Grundschulkinder in einem Medienparcours Audio, Video, Explanity und Programmierprojekte absolvieren und die verschiedenen Medien für die Umsetzung eigener Themen nutzen. Kommen wir nun zum Wochenrückblick. Das war los in Gera und Umgebung. 2017 gab es für Gera viele neue Geburten. Über 728 Menschen erblickten das Licht der Welt. Am 12. Dezember wurden dann alle Babys im Kultur- und Kongresszentrum begrüßt. Wir wollen die Kinder, die in diesem Jahr geboren wurden, im Kreise unserer Stadt willkommen heißen. Sie sind unsere Zukunft und unsere Stadt soll Heimat sein, wie in einer großen, guten Familie, freute sich Oberbürgermeisterin Dr. Viola Hahn. Seit 27 Jahren kann Gera wieder einen Einwohnerzuwachs verzeichnen. Dazu gab es auch kleine Geschenke übergeben und bereitgestellt von Sponsoren. Nun richtet Paula Kowalczyk ihren Blick auf Thüringen. Hallo und herzlich willkommen zum Thüringen-Blick. Politische Bildung ist bereits in der Schule von großer Bedeutung. Im schulischen Rahmen haben 33 Schülerinnen und Schüler aus Greiz den Bundestag besucht. Volkmar Vogel als Bundestagsabgeordneter freute sich über das Interesse der Schulgruppe. Er betonte in seinen Ausführungen, wenn euch etwas auf dem Herzen liegt, wenn ihr etwas verändern wollt, dann engagiert euch. Danach folgte ein Rundgang durch das Reichstagsgebäude. Die Besucher hatten zudem die Möglichkeit, einmal hinter die Kulissen zu schauen. Auf der Burg Ranis fand eine Kulturveranstaltung statt. Um was es dabei genau ging, sehen Sie jetzt. Einmal im Monat lädt der Verein Lesezeichen e.V. auf die Burg Ranis ein. Lesungen, Konzerte, Diskussionen stehen auf dem Programm. Dass die Auswahl ein dankbares und immer wieder neugieriges Publikum findet, ist ein Zeichen für die Qualität der Veranstaltungen. Am 7. Dezember waren Voita auf der Burg Ranis zu Gast. Varia Sjöström aus Finnland und Oliver Jahn aus Jena sind Teil dieses Projektes und wussten die Zuschauer im vollbesetzten Veranstaltungsraum von der ersten Minute an zu fesseln. Der Abend begann mit einer märchenhaften Erzählung aus Finnland. Das geheimnisvolle Land im Norden war greifbar nahe, Trolle, Elfen, Feen und andere Fabelwesen schwebten in der Fantasie durch den Raum. Oliver Jahn begleitete den Vortrag auf der Gitarre. Auf der Karte von Finnland sehen, wo Lappmark, der eine große weiße Nachtmütze auf Finnlands Kopf sitzt. Im zweiten Teil spielte der finnische Tango die Hauptrolle. Weil ja die Argentinier immer behaupten, dass sie den erfunden hätten. Und in Wirklichkeit ist er ja viel, viel, viel früher in Finnland entstanden. Und zwar mitten in diesen dunklen Bergen und Wäldern. Da hat ein einsamer Hirte angefangen,
Tangos zu singen, weil er die Wölfe von der Herde fernhalten wollte. Und dann hat sich das einfach verbreitet über die Tanzplätze in Finnland, in den Wäldern und bis an die Küste heran. Und da haben die Matrosen das dann gehört und mitgenommen und dann über lange Seewege eben bis hin nach Argentinien mitgebracht. Und die Argentinier mochten diese Musik sehr gerne und haben sie halt auch übernommen und haben natürlich selbstverständlich behauptet, sie hätten sie erfunden. Aber ja, wie finden wir denn halt permanent Übergang? Wir sind einfach ein kleines Volk. Die Zuschauer lauschten den teils heiteren, teils melancholischen Stücken aufmerksam und ließen die beiden Künstler erst nach einer Zugabe nach Hause. Die Vielfalt der finnischen Kultur wurde jedenfalls eindrucksvoll präsentiert. Wie war denn das gleich mit der zerrissenen finnischen Seele? Ari hat das vorhin ganz gut beschrieben, magst du das sagen? Wenn man in diesen einsamen Wäldern und Feldern von Finnland, wenn da einmal eine Frau vorbeiläuft, die überhaupt Fragen käme und wenn das dann nicht klappt, dann kann das Jahre dauern, bis die nächste wieder vorbeikommt. Bleibt zu hoffen, dass dies nicht der letzte Ausflug von Vojta nach Ranis gewesen ist. Nach dem bereits begonnenen Schulbauprojekten in Gera soll nun in eine Gemeinschaftsschule in Jena investiert werden. Infrastrukturministerin Birgit Keller sagte dazu, dass die Schulbauförderung eine der wichtigsten Aufgaben für diese Landesregierung ist. Gute Schulen bräuchten zeitgemäße Rahmenbedingungen. Dazu gehören auch attraktive Schulgebäude. 2015 startete für den Schulausbau in Thüringen ein Investitionsprogramm in Höhe von 150 Millionen Euro. Damit sollen vor allem für neue Gebäude barrierefreie, moderne und nachhaltige Lösungen bieten. In Erfurt hat nun eine virtuelle Erlebniswelt geöffnet. Damit hat Erfurt den ersten digitalen Ausstellungsraum für ein Bundesland. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee meinte zu dem Ergebnis, dass man mit diesem Konzept in Thüringen auch im Hinblick der Vermarktung neue Wege gehen kann. Es steht stellvertretend für die Landestourismusstrategie 2025, die neue Reisemotive für ein anspruchsvolles Publikum schaffen soll. Für den Umbau der ehemaligen Touristinformation zu der Erlebniswelt hat das Wirtschaftsministerium ca. 1 Million Euro zur Verfügung gestellt. Für die Öffentlichkeit hat das Gebäude 360 Grad Thüringen digital entdecken. Ab dem 8. Dezember geöffnet. Der Inklusionsbetrieb D-Color24 hat Besuch von Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow bekommen. Der Betrieb wurde vor 10 Jahren gegründet und hat sich bis heute zu einem erfolgreichen Unternehmen entwickelt. Ziel eines solchen Betriebs ist es, dass Menschen eine Chance bekommen, die sonst vom ersten Arbeitsmarkt verdrängt würden. 50% aller Mitarbeiter dort haben eine Behinderung. Der Ministerpräsident ließ sich 2 Stunden Zeit, um die verschiedenen Abteilungen genau zu betrachten. Währenddessen wurde auch ausgiebig über die fehlende Gleichstellung von behinderten und nicht behinderten Menschen gesprochen. Für weitere Informationen zu diesem Thema kann man die Webseite www.diakonie-wl.de besuchen. Das war's von mir und damit zurück an Sina. Danke, Paula. Christian Fischer hat die Veranstaltungstipps der kommenden Tage für Sie. Herzlich willkommen zu den Veranstaltungstipps. Traditionell wird die Theater- und Philharmonie in Thüringen das Jahr 2017 mit Beethovens 9. Sinfonie ausklingen. Das Publikum kann sich dadurch in das neue Jahr begleiten lassen. Am 30. und 31. Dezember finden um 19.30 Uhr Konzerte in Gera statt. Und zu Silvester kann man der Musik ab 15 Uhr in dem Altenburger Theater lauschen. Das Philharmonische Orchester Gera Altenburg spielt die Vertonung von Friedrich Schillers Ode an die Freude. Geleitet wird diese Aufführung von dem ausgezeichneten Dirigenten Professor Dr. Peter Gülke aus Weimar. Karten sind an den Theaterkassen erhältlich, können aber auch telefonisch unter 0365 827 9105 sowie online unter tpthüringen.de reserviert werden. Zum 40-jährigen Jubiläum der Sauerorgel wird ein großes Konzert stattfinden. Der Festakt wird vom Philharmonischen Orchester Altenburg-Gera gestaltet. Geleitet wird das Orchester von seinem Generalmusikdirektor Laurent Wagner zusammen mit dem Organisten Matthias Eisenberg. Innerhalb des Konzerts werden Stücke von berühmten Komponisten wie Johann Sebastian Bach sowie Max Reger zu hören sein. Neben den festgeschriebenen Werken wird es als Finale auch eine Improvisation von Matthias Eisenberg geben.
Karten erhalten Sie wie immer an den Theaterkassen sowie unter dem Telefon 0365 827 9105 und online unter www.tpthüringen.de. Die Schullandheime in Netzschgau und Limbach bieten für die Winterferien 2018 ein Ferienlager an. Vom 4. bis zum 10. Februar geht diese mehrtägige Veranstaltung. Dieses Jahr steht das Motto Duell in der Küche, Kochen und Backen im Vordergrund. Wer sich selbst in der Küche ausprobieren möchte, ist hier genau richtig. Neben dem Kochen bleibt auch Zeit für die Entwicklung kreativer Tischdekorationen. Alle, die zwischen 8 und 14 Jahren sind, können mitmachen. Für den Preis von 169 Euro erhält man die Übernachtung, Vollverpflegung und das komplette Aufenthaltsprogramm. Unter der Nummer 03765 305569 können Sie weitere Informationen erfahren sowie die Anmeldung durchführen. So, das war's von mir und ich gebe jetzt direkt an unseren Wetterfrosch Jakob. Hallihallo zu den aktuellen Wetteraussichten. Am Donnerstag ist es bewölkt, zeitweise fällt auch Regen. Die Temperaturen liegen bei 3 bis 5 Grad. Die Bewölkung vom Vortag ist am Freitag weiterhin vorhanden. Neben Regenschauern ist auch mit Schneeschauern zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf 0 bis 4 Grad. Am Wochenende zieht sich das Wetter von Freitag und Donnerstag fort. Dazu kommt ein mäßiger Wind. Die Temperaturwerte liegen zwischen 0 und 5 Grad. Die Woche führt das vorherige Wetter fort, allerdings ist öfters mit Auflockerung zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf minus 3 bis 2 Grad. Das war es soweit von mir und damit gebe ich weiter an Sina. Danke Jakob. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, würde mich natürlich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Aber bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.